Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Factorio. In der letzten Folge haben wir dieses Auto gebaut und unsere Forschung ist auch fertig. Schauen wir mal, was wir als nächstes machen. Zum Beispiel Geschütztürme, Steinmauern, ja diesen kleinen Kram, den können wir mal erledigen. In den Kommentaren stand, ich soll doch die Anlage hier nicht komplett abreißen, sondern zum Beispiel hier sowas wie die Kisten und so stehen lassen. Damit ich hier einfach Zugriff drauf habe. Und ja, stimmt, das ist eine gute Idee. Also die Anlagen hier so lasse ich dann auf jeden Fall stehen, damit ich da immer drauf zugreifen kann und nicht immer alles im Inventar selbst craften muss. Wow, ganz schön viele Flaschen. Was, schon fertig? 10 Stück, 10 Sekunden. Yo. Okay. Hm? 10 Stück. Ich würde sagen, unsere Forschungslabore sind gerade relativ gut unterwegs. Erforschen wir mal den ganzen Kleinkram. Und was noch stand? Irgendwo habe ich wohl einen Greifarm falsch rumgesetzt. Ja. Hier nicht, da nicht, da nicht, da nicht, da nicht. Oder habe ich das in der letzten Folge schon korrigiert? Da auch nicht. Da auch nicht. Tada! Okay. Dann. Ja, so ein Kleinkram können wir auch mal machen. Also ich sehe jetzt gerade, oder ist der das? Nee, der ist auch richtig. Der schaut nur in die Richtung, weil hier kein Platz ist. Beziehungsweise weil hier... Ah nee, stimmt. Doch, stimmt. Der ist falsch rum. Ha. Okay. Der war falsch. Dankeschön. So, ansonsten funktioniert alles. Einer hat auch geschrieben, er glaubt, dass die langen Greifarme nicht für Forschungscenter funktionieren. Das wäre natürlich nicht so gut. Können wir jetzt gerade nicht direkt testen. Aber werden wir uns mal anschauen. Alter, boah, wie viel von den Grünen? Boah. Okay. Eisen ist auch wieder da. Kupfer kommt auch langsam wieder rein. Ja, es wird Zeit, dass wir mal ins Auto steigen und ein bisschen die Gegend erkunden. Hier Zugsignale werden wir noch brauchen. Uiuiui. Ups. Ich habe einen Hörerschein, ich schwöre. Habe ich mir selber ausgedruckt. Alter, die Steuerung ist halt schon... Wow, der Bremsweg ist krass. Okay. Wir suchen Öl. Ah, hier haben wir unsere ersten Freunde gleich. Da. Okay. Wie sieht's hier aus mit Öl? Fahren wir einmal hier um den See rum. Ups. Ja, da wird's ein Panzer besser, ne? Ich bin der Rangierking. Ich kann super rangieren. Wirklich? Okay, da hinten ist ein richtig dickes Nest. Das finde ich nicht so gut, wenn ich ehrlich bin. Aber wir werden hier noch ein paar schöne Nester finden. Das ist auch nicht so klein. Oh, da ist ein großes Kohlefeld, okay. Kohle, ja. Alter, verfolgen die mich immer noch? Das ist nicht gut, ich will die jetzt nicht zur Basis zurücklocken.
Okay, ich kann die überfahren, aber die können mir auch ordentlich Schaden machen. Genau. Ich bin... Oh nein. Nein, 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 nein. Rückwärtsgang. Vorwärtsgang. Rückwärtsgang. Fahre ich einfach gegen den blöden Stein. Okay, wir haben alle überfahren. Das ist schon mal... Okay. Das ist so dumm. Entzündliche Stoffe brauchen wir sicher auch für irgendwas. Vielleicht reparieren wir mal kurz das Auto. Nur für den Fall, dass wir noch ein paar Freunde kennenlernen. So, und es ist natürlich Nacht. Aber die City von denen ist gar nicht so klein. Das beunruhigt mich ein bisschen. Kommen wir hier irgendwo durch? Ich glaube, wir müssen hier das Ding umfahren, den Baum. Wir können natürlich auch aussteigen und den abbauen, aber ist ja langweilig. Okay. Oh, die Steuerung ist so ätzend, ne? Okay, der Baum muss weg. Okay. Forschungsgeschwindigkeit 1. Ja, das können wir auch mal 100. Naja, aber es ist für die Zukunft hilfreich. So, gucken wir mal. Also die gute Nachricht ist, dass die ersten Aliens schon mal relativ weit von unserer Base weg sind. Offenbar. Ja, bis auf die hier hinten, aber das ist immer noch ein ganzes Stückchen. Die schlechte Nachricht ist, wo zum Teufel ist Öl? Was ist das hier? Das hier ist Kohle und Uran. Oh, viel Uran. Was ist das? Seit wann gibt's Fische? Ist das schon immer Fische? Also, die Steuerung ist so furchtbar, ne? Okay, also wir haben Uran gefunden. Das ist grundsätzlich schön und auch ein riesiges Kohlefeld. Aber das ist halt nicht das, was wir suchen. Das ist nicht das, was wir suchen. Okay, da hinten sind die. Ah, da sind die. Okay. Da wollen wir gar nicht erst hin. Wie sieht es eigentlich mit Spritverbrauch aus? Alles easy. Spritverbrauch, kein Problem. Okay. Also wir werden auf jeden Fall bald Waffen brauchen, so wie ich das sehe. Da unten ist ein ganz kleines Dorf. Das... Ja, und da ist Öl. Alles klar. Direkt da bei dem Dorf. Also hier ist ein sehr, sehr großes Ölfeld. Oh ja, oh ja. Aber hier sind Viecher und da sind Viecher. Das ist nicht so gut. Oh, und ich fahre wieder voll in die Steine. Weil ich einfach auf die Karte schaue. Okay. Solarenergie, das wäre auch mal was Schönes. Okay, also die ersten Ölfelder hätten wir gefunden. Erforschen wir den Bereich hier noch. Einfach nur, damit wir es auf der Karte haben und sicher sein können, dass hier keine anderen sind. Hier ist doch noch irgendeine Ressource, oder? Ach, hier ist noch Eisen. Okay, das ist ein verhältnismäßig kleines Feld, dafür, dass eigentlich sehr große Felder hier überall sein sollten, theoretisch. Okay. Also ein Ölfeld hätten wir schon mal soweit gefunden. Es ist weit weg, aber das ist ja genau das, was der Spielmodus hier... Das ist im Prinzip genau das, was den Spielmodus hier ausmacht. So... Aber die Aliens scheinen schön weit weg zu sein. Ich kann halt irgendwie teilweise nicht steuern.
nicht lenken. Das ist sehr komisch. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Wie sieht es mit Sprit aus? Alles gut. Sprit haben wir noch genug. Das gute alte Kohleauto, das mit Steinkohle läuft. Why not? Wir sind ja hier auf einem fremden Planeten, ne? Hier können wir die Umwelt ruhig verpesten. Ist ja nicht unsere Umwelt. Okay. Gut, also hier ist dann auch generell nicht mehr so viel. Wir haben jetzt auch kein Kupferfeld gefunden. Gut, dass wir jetzt kein akutes Kupferproblem haben. Sonst wäre das nicht so gut. Ja, wobei, ich kann ja über Förderbänder fahren, denke ich mal. Das heißt, wenn ich hier ganz vorsichtig durchfahre, dürfte nichts kaputt gehen. Okay, ich habe nur den Baum angefahren, nur den Baum, es war nur ein Baum. Okay, und dann parken wir hier. Puh. Gut. Das war ja mal eine nette Expeditionstour. Der Baum hier kommt weg. Der ist eh schon angeschlagen. Der ist ja kaputt. Ach, immer diese unperfekte Natur mit ihren kaputten Bäumen. Ne? Das ist ein Drama. Das hier kann weg. So. Oh ja. Energieproduktion sieht gut aus. Hier ist die Leistung auf 0. Brauchen wir nicht so viel? Oh. Oh. Okay. Wir brauchen mehr Kohleproduktion. Okay. Haben wir noch elektrische Erzförderer? Okay, wir können noch 2 bauen. Haben wir vielleicht noch. Wir haben sogar noch ein paar da. Lass mal hier ein bisschen umbauen kurz. So, Erzförderer. Zack, 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 zack. So. Beziehungsweise, wenn, dann können wir gleich richtig umbauen. Und hier so Überlappungen verringern. Also ein bisschen können wir ruhig überlappen, weil das eh ein kleineres Depot ist, aber zumindest einer Luft ist, glaube ich, eine gute Sache. Ja, der hier kann direkt da an den Rücken. So. Gut. Also. Zack, zack. Zack. Und zack. Oh. Machen wir es so. Zack, so. Damit wird die Kohleproduktion ordentlich erhöht. Und wir haben wieder genügend Gesamtleistung. Wobei jetzt auch gerade die Forschung nicht läuft. So. Gucken wir mal, was wir noch so Schönes haben. Hier hat man immer so einen schönen Tree gesehen, ne? Raketentechnik. Ja, dafür brauchen wir andere Forschung. Kernenergie, dafür brauchen wir andere Forschung. Forschungsgeschwindigkeit, Stromnetz kann ich nicht. Stapelgreifarme, Bergproduktivität. Lasertechnik. Lasertechnik klingt gut. So. Okay. Ist das hier unten ein Problem, wenn das doppelspurig kommt? Nee, okay. So, und jetzt kommt hier sogar oben wieder was bei rum. Gut. Damit läuft die Anlage hier sehr schön. Ah, wobei hier die Schaltkreise nehmen schon ab.
Weil das Kupfer fehlt. Ja, okay. Ja, ich möchte so schnell wie möglich auf die Öfen hier. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Das hier ist fortgeschrittene Verarbeitung. Nee. Da. Das da möchte ich so schnell wie möglich. Aber dafür brauchen wir ja 250 von den blauen hier. Und die brauchen ganz schön viel, ganz viel Kupfer. Okay, gut, wir müssen unser Kupferfeld ein bisschen upgraden. Okay, wir müssen umbauen. Kann ich mir gerade noch ein paar elektrische Erzförderer bauen? Nein, weil wegen Kupfer. Okay. Gut, das Problem nehme ich jetzt hier einfach mal ein bisschen was mit. So, bauen wir noch 4 Stück. Ja, bauen wir 6 Stück. So, wir bauen jetzt mal die ganze Produktion hier oben um. Die Erzproduktion und dann die Schmelze. So. Mhm. Ups, nee, ich will keinen Kupfererzplant abbauen. Ich will nur den. Ich will den Mast hier wegbauen. Hallo. Dankeschön. So. Also. Erzförderer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Und dann hier Stromversorgung. 1, 2, 3. Und dann hier nochmal 1, 2, 3. Okay. So, Lasertechnik ist erforscht. Damit würde jetzt quasi hier Lasergeschützturm freigeschaltet werden. Das geht aber nicht, weil uns dafür das Militärpaket fehlt. Okay. Gibt es hier irgendwas, was das Militärpaket freischaltet? Ja, das da. Okay, dann können wir das ja einfach mal aus Prinzip erforschen. Ja, das brauchen wir eh. Gut. Alter, dieses Forschungsding ist so schnell einfach. So, dann nochmal 1, 2, 3, 4, 5. Komm, das muss jetzt erstmal reichen. Weil das ist ja alles provisorisch hier. Das ist ja das Problem. Es ist alles provisorisch, weil ich hier nachher die elektrischen Öfen hinbauen will, die Lichtbogenöfen. Ob da dafür der Strom hier ausreicht? Vermutlich nicht. Aber das, darum geht es jetzt nicht. So. Und ein paar Fließbänder. So, ich habe es immer auf der Seite hier, alles klar, dann machen wir das hier so und hier auch so und die sind verkehrt rum. So, dann Strom. Hm.
So. Noch drei Strommasten. Und dann... Zack, zack, zack. Gut, damit wäre das soweit schon mal ready. Und dann würde ich sagen, machen wir das folgendermaßen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. 11, 12, 13, 14, 15, einfach mal ein paar. So. Was wäre als nächstes sinnvoll? Sagen wir mal Bergbauproduktivität plus 2%. Ja, es lohnt sich nicht wirklich. Schwefelverarbeitung, das ist gut. So, und dann gehen wir her und machen hier eine Stahlkiste hin. Und dann machen wir erstmal so einen hin. Und dann machen wir hier so einen hin. Das ist schlecht. Das ist schlecht, weil jeder zweite hier belegt ist, ne? Da habe ich nicht dran gedacht. Da habe ich nicht dran gedacht. Denn der Plan war hier... Kohle reinzutun, die dann hier durchfließt, dass sich die Großen nehmen und hier reinpacken. Okay, müssen wir kurz ein bisschen umbauen. Ich hoffe, das geht. Das geht nicht. Okay, wir brauchen also die hier und die brauchen Kupferplatten. So. So, 1, 2, 3, 4. Damit könnte auch der hier weg. Und da könnten auch Greifer hin. Tada! Okay, damit wäre das hier oben schon mal ein bisschen besser gelöst. Ich hole mir jetzt noch ein bisschen Kohle und fülle das oben auf. Aber es ist schon mal ein bisschen besser gelöst. So, zwei Reihen sind, glaube ich, ganz gut. Wenn wir reinlegen. Und einen Stapelgreifarm. Den sollten wir vielleicht gleich nach der Schwefelverarbeitung erforschen, weil der wäre hier jetzt perfekt. Der wäre hier perfekt. So. Gut, damit wäre die Kupferproduktion schon mal deutlich erhöht. Und Forschungsflaschen haben wir jetzt im Moment auch vorübergehend genug. Das Problem, das wir jetzt dann haben, ist zum Beispiel Gleise. Wir kriegen zwei Gleise für... Oh, Stein brauchen wir auch noch. Und wir brauchen noch Waffen. Waffen, panzerbrechend. Ja, wir nehmen mal normale Munition. Schaden 5, Schaden 8. Ja, wir müssen erstmal mit dem leben, was wir haben. Dann mache ich mir im Inventar mal ein bisschen Munition. Dann können wir da hinten das Minidorf wegballern beim Öl. Denn wir müssen da unbedingt ein Ölfeld hinbauen. Und dafür brauchen wir eine Gleisfabrik. Und die braucht Eisenstangen, Stahlträger und Stein. Und dafür brauchen wir natürlich Eisen. Stahl ist ja einfach nur nochmal geschmolzenes Eisen, genau. Und wir brauchen Eisenstangen. Und das ist auch einfach nur eine Eisenplatte. Okay. So. Gut, Batterien. Ja, Batterien ist ganz nett. Logistikroboter. Oh, da kommen wir jetzt schon hin. Krass. Aber nein, nein, nein. Ich möchte gerne den Stapelgreifarm. Stapel und filternder Stapel. Perfekt. Okay. Gut.
Ich hätte gern einen langen Stapelgreifarm, aber das wird es wahrscheinlich zu einfach machen. Barrels, nee, brauchen wir nicht. Jetzt ist die Frage natürlich noch, bauen wir das da unten dann einfach parallel hin, die Produktion? Weil die Eisen-Lifeline hier würde ich ungern anzapfen, weil hier eh schon... Und hier soll aber die Eisenproduktion hin. Ja, wir können hier unten so eine Gleisfabrik hinbauen. Würde ich mal sagen. Es fehlt dafür an Eisenplatten, Zahnrädern und elektronischen Schaltkreisen. Wie sieht es aus mit Eisenplatten? Okay, 1, 2, 3, 4, 500. Jetzt fehlt es nur noch an elektronischen Schaltkreisen. Wer hätte das nur gedacht? Und da können wir uns zwar hier ein paar abzwacken, aber die reichen natürlich niemals. Drei Förderer. Ja, das ist ein bisschen arm. Ja. Ich kann natürlich hier hochgehen und mir hier einfach auf dem Fließband immer wieder ein bisschen was abzapfen. Ein bisschen was abzwacken hier. Okay, gut, das reicht. Das reicht sogar. Komm, wir fahren mal im Auto runter. Geht schneller. So. Nein. Na, ja, ich wollte nicht gegenfahren. So. Alles klar. Also, im Grunde kommen ja dann später hier nochmal Erzförderer hin für die Anlage. Und hier nochmal und hier nochmal. Und dann würde ich jetzt für die andere Anlage einfach hier so bauen. Ja, mit einer Überschneidung vielleicht. Wobei wir haben hier gar keine Überschneidung, kommen dann. Brauchen wir hier genauso. Die können wir hier so lassen. Okay, und der hier, weil hier oben fast nichts ist, kann eigentlich dahin. Und dann können die Fließbänder. Hier runter. So. Beziehungsweise 1, 2, 3 fehlen. Das sind genau die drei. Dann nehmen wir uns die einfach nochmal mit. Weil nur als Platzhalter brauchen wir nichts machen. Okay, perfekt. Und einmal die Kapazitätserhöhung. Das wäre schön. Beziehungsweise das können wir später noch brauchen. Und hier sind noch drei davon. Zack, zack, zack. Genau, weil hier, wir brauchen natürlich noch Strom. Und da ist die Frage, wir machen den am besten so hin. Der versorgt den dann noch mit. Das heißt, der braucht nur bis hier, theoretisch. Also rein theoretisch müsste das genau so reichen. So. Lampe. Lampe. Ah ja, genau. Und auf der Seite brauchen wir natürlich auch Strom. Das sollte logisch sein. So. Gut. Damit hätten wir hier auch ein Abbaufeld für Eisen. Und bräuchten dann hier ja auch Schmelzöfen im Grunde. Erstmal ein paar. Weil auch das hier soll ja dann später automatisch gehen. Also beziehungsweise elektrisch.
So. Ich glaube aber, für den Schienenbau so einen eigenen Strang zu haben, ist gar nicht so verkehrt. Weil wir Schienen in Massen brauchen werden. Wirklich in Massen. Was brauchen wir für Schienen nochmal? Stahlträger und Eisenstangen. Das heißt, wir bauen hier einen Splitter ein. Und dann kommt hier was hin und hier oben was hin. Da oben kommen nochmal Öfen oder sowas hin. Stein bräuchten wir noch. Ja, da habe ich jetzt wieder nicht dran gedacht, ne? Ist das hier unten Stein? Ist das Stein? Wo ist das Auto? Wir nehmen das Auto. Oh, ich sehe gerade, wir sind schon bei 30 Minuten. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, war es das soweit für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.